Hallo, ich bin Markus und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wo ihr die Mehrwertsteuer für euer System bzw. dann auch nochmal auf Veranstaltungsebene einstellen könnt. Dazu gehen wir hier einmal zu Einstellungen, Profil und dann zu Gebühren. Dort findet ihr den Bereich Steuer und dort könnt ihr entscheiden, ob ihr eine Umsatzsteuer anzeigen möchtet oder keine Steuer habt. Wenn ihr dann Anzeigen geht, könnt ihr hier die globale Mehrwertsteuer für euer System einstellen. Damit wird dann alle Veranstaltungen, alle Gebühren mit dieser Mehrwertsteuer berechnet. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, auf Veranstaltungsebene, falls ihr abweichende Veranstaltungen oder Mehrwertsteuersätze habt, könnt ihr unter der Veranstaltungen, unter Gebühren und Accounting auch nochmal die Steuer deaktivieren oder aber auch die Steuer mit einem anderen Mehrwertsatz überschreiben und dann wird diese einzelne Veranstaltung mit einem anderen Steuersatz berechnet. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit für die Merchandising-Artikel auch nochmal einen eigenen Steuersatz anzulegen. Dazu könnt ihr in den Artikeln jeweils den Mehrwertsteuersatz anlegen bzw. dann hier auch bearbeiten. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dürft ihr uns gerne kontaktieren.